Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Total War Attila mit den Weströmern. In der letzten Folge haben wir zusammen erfolgreich die Schlacht von Cordoba geschlagen und die Armee erfolgreich zurückgetrieben der Rebellen. Jetzt kommt langsam der Schritt, wo wir uns zur Wehr setzen und mehr angreifen werden. Zum Beispiel Baccarat müsste aber eigentlich sicher sein. Wir haben hier eine gute Garnison, meine ich, in Erinnerung zu haben. Ja, wir haben eine bessere Garnison, wir haben noch unser General mit dabei, deswegen... Naja, die spanische Armee ist auch nicht gerade sehr dolle. Er hat immerhin schon bessere Infanterie als davor, die Armeen. Im Endeffekt kommt es auf die exakt selbe Armee-Konstellation, nur dass er Fernkampf dabei hat, nicht Kavallerie. Aber gut, wir haben auch endlich eine Armee hier zur Verfügung, die ich benutzen werde, um Emerita Augusta anzugreifen. Auch Malaka werden wir noch einnehmen, wieder zurück. Also im Grunde läuft es für uns jetzt gerade sehr gut. Was wir jetzt wieder überlegen müssen, ist, ob es sich lohnt, diese Armee hier weiter zu verwalten. Nein, tut's nicht, wir werden sie auflösen. Das ist der Punkt, den ich halt ansprechen möchte. Die Armee brauchen wir nicht mehr, die werden wir einfach neu kreieren. Aber wir müssen ja auch Augusta Vindiculum schützen und deswegen marschieren wir jetzt rüber mit dieser Armee hier. Einer schönen Fullstack. Naja, nicht Fullstack, aber eine gut bestückte Armee, was ja bei uns generell eher Seltenheit ist. Wir kriegen leider keine Bogenschütze mehr hier, das ist auch schade. Aber Kavallerie könnten wir kriegen, die wir sogar brauchen werden. Wir müssen aber auch noch weitere Einheiten rekrutieren, jetzt rekrutieren wir nochmal drei Komitatense-Speerträger. Wir müssen hier bald eine Schlacht schlagen gegen die Gepiden. Und um das zu vermeiden, werde ich hier die Rekrutierung leider abbrechen müssen. Schick's aber dafür hier rüber zur Unterstützung mit der Armee. Da werden die Gepiden uns um Himmels Willen nicht angriffen, weil sie wissen, jeder Angriff würde ihnen das Leben kosten. Damit schützen wir uns eigentlich nur selbst. Die Illyrer hier unten sind aber trotzdem noch weiter ein Problem. Da müssen wir uns auch Gedanken machen, wie wir da am besten vorgehen. Und hier unten in Syrakus die Armee. Die wird uns auch noch gefährlich. Man könnte die Syrakus einnehmen, da würden wir viel öffentliche Ordnung riskieren mit. Aber leider ist das so ein kleines Problem, was wir jetzt eingehen müssen. Naja, am besten wäre es eigentlich, auch hier die Rekrutierung aufzuhalten und dann weiterzumachen, aber na gut. Schauen wir uns mal um. Fest steht, mit der Armee möchte ich hier drüben die Pikten einnehmen, das machen wir jetzt auch. Das ist ein Punkt, der passiert jetzt sofort. Die Schlacht brauchen wir nicht selbst zu schlagen. Die Armee werden wir einfach vernichten. Die Pikten sind dadurch tot. An der Stelle wieder. Und die Armee ist bereit für andere Szenarien, die wichtiger sind im Moment. Besetzen, natürlich. Haben die alles zerstört? Haben sie, die haben Salzgrotte zerstört. Okay, unzufrieden ist natürlich weiterhin hier. Wir werden noch eine Rebellion haben danach. Aber du bist aufgestiegen. Auch geil. Und, was machen wir? Integrität im fremden Territorium. Bürgerrecht. Terbauwesen. Ah, praktisch. Praktisch. Aber wir gehen mal lieber hier drauf und hier drauf. Gut, dich werden wir jetzt benutzen, um ein wenig zu scouten. Gehen wir hier drüben. Jetzt hier die Bewegungsreichweite. Ja, brauchen wir nicht zu machen. Gehen manipulieren, täuschen. Ist relativ erfolgreich, das Ergebnis hier. Daran lernen wir jetzt mal ein bisschen mit dem hier. Die schicken wir weiter runter. Erstmal nach Toletum. Danach weiterzumachen. Versteht sich? Euch erreichen wir alle gerade so nicht. Das ist echt ärgerlich. Trotzdem muss ich mir die Flotte jetzt dazu bauen. Die Einheiten. Um euch hier drüben dann auszuschalten. Koste es, was es wolle, wir gehen hier drauf los. Die haben nämlich nur Armeen drauf. Das können wir packen. Okay, die Hämmer das Tor. Da ist unsere Flotte gut arbeiten. Ich bin normalerweise nicht so der Flottenkommandeur, aber damit muss ich jetzt mal leben. Gut, wir müssen jetzt auch eine neue Armee rekrutieren. Machen wir am besten in Ravenna, da können wir die meisten Einheiten auf einmal rekrutieren. Wir haben auch ein paar Generäle, die uns einfach nichts kosten. Flavius gehört aber nicht dazu. Will ich nicht einsetzen dafür.
Aber du kostest ja auch nichts. Perfekt. Nehmen wir dich hier mal. So, du bist wieder gesund, auch schön. 2, 3, 4. Bei euch werden wir jetzt rekrutieren, mich auch stoppen. Nein, wir werden jetzt hier rekrutieren dafür. Haben wir schon, super. So, da gibt es hier und zwar Bogenschützen, die nutzen wir mal gleich. Hehehe. Okay, musst du hier mit rüber. Greife mal an. Hey, hey, zieh dich zurück, mein Freund. Oh, shit. Ostgoten sind auch da. Das wird lustig. Aber die werden wir uns definitiv nochmal prügeln müssen. Werden wir mal befestigen. Okay. Ich werde mich um die noch kümmern, meine Freunde. Die werde ich beide auslöschen nach Möglichkeit. Ja, warte mal, was bist du für ein General? Du hast List Stufe 3. Kannst du Nachtangriff machen dadurch? Ja, Mann, das wollte ich gar nicht machen hier. Mist. Ich wollte hier gucken gehen. Nachtgefechte erste Stufe 6. Gut, können wir nicht. Schade, hätte sein können, es funktioniert. Ja. Gut. Zwei Schlachten würde die Armee nicht packen. Das weiß ich jetzt schon. Aber eine große gegen beide würden wir packen. Brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Also gehen wir eine Offensive vor hier drüben. Wir schnappen uns die Goten und die Gepiden, Leute. Mit euch marschieren wir bald hier rüber. Wir rekrutieren hier drüben gerade eine Armee. Wir machen das mal kurz ein bisschen anders. Gehst hier rein, dann rekrutieren wir. 1, 2, 3, 4. Das gefällt mir drüben mich gar nicht. Mit den Leuten hier. Wo leben die eigentlich überhaupt? Hier drüben? Da hinten leben die? Oder sind die rübergekommen? Seid gegrüßt, wohl oder üb. So sprecht. Okay, bis in Satrapie start. So, bitten wir einfach noch mal ein bisschen Geld hier. Setzt euch, bitte, und nehmt euch wach, um euren Kopf zu bilden. Ewig hitzige Worte. Gut, kein Interesse, aber ihr schlagt euch hier hinten ganz gut. Ich grüße euch im Namen meines gefürchteten Herrn. Sprecht ehrlich. Er gibt ebenso ehrliche Antworten. Wie sieht es eigentlich mit denen hier aus? Verschlechtert. Oh, shit. Da können wir wohl nichts machen, Leute. Gehen wir mal zu den Oströmern. Die können uns vielleicht ein bisschen Geld geben. Willkommen, willkommen. Im Geiste der römischen Gastfreundschaft heiße ich euch willkommen. Schade, wollen sie nicht. Wollen sie leider nicht, okay. Okay. Wir sind was einfallen lassen, aber wir sind ja nicht doof. Wir haben ja eine kleine Flotte hier. Die hilft uns ein bisschen. Und unsere Armee, die leicht angeknackst ist. Wir setzen hier einfach mal eine neue Armee auf. Kostet uns jetzt ein bisschen was, aber das ist nicht schlimm. Das machen wir mit dem Schutzherren hier. Wie kann ich dem römischen Volke dienen? Zeitgleich setzen wir auch mal eine Flotte auf. So, Flotte auf... Shit, eigentlich wollte ich das nicht mit Flavius machen. Auflösen. Auflösen. Ja. Das war jetzt gerade ein Fehler. Das machen wir mit dir am besten. Die Flotte meldet sich. Sag ich, dass wir jetzt hier eine kleine Flotte haben, schützt er uns jetzt hier ein bisschen noch.
Es hilft eventuell. Gut, Söldner, gibt's hier welche? Ja, Kavallerie, aber die ist nicht gut. Das ist egal. Wenn wir Glück haben, haben wir noch eine Runde Zeit. Bevor er uns angreift. Wenn nicht, dann nicht. Aber kann man leben. Okay. Okay, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Schauen wir mal rein. Was willst du denn von mir? Mein Herr, als einer eurer Steuertreiber muss ich euch mitteilen, dass einige Bürger Zahlungen einbehalten. Zahlung entschärfen. Es könnte tatsächlich Beschwerden geben, die Angehörigen, die angehört werden müssen. Machen wir den hier. Dieser Charakter kehrt von seinen Pflichten zurück. Du auch noch. Ja, ich kann jetzt keinen natürlich einsetzen, ist auch blöd. Aber egal. Fehler passieren. Fehler passieren. Gehen wir mal Richtung Technologie. Gut, irgendwas lief hier gerade schief. Oder? Nein, nicht. Gut, ich dachte schon. Munition 5%. Nicht so wichtig. Die Integrität ist allerdings wichtig. Oh. Die Fortbildung wird später richtig teuer hier. Gut. Was kosten für Nahkampf? Oh, Herbandpflicht. Geil. Ja, wir gehen hier auf militärische Vorräte. Was anderes können wir nicht machen. Gut. Ach du Scheiße, Boss, 2 Runden dafür. Da drüben anzukommen. Die Armee ist ein bisschen wehrfähiger. Die Armee ist hoffentlich immer noch ein bisschen scheiße. Und dann könnte man da drüben vielleicht mal was machen. Schade, dass die Rebellen hier nicht helfen. Gut. Mehr kann ich die Runde, glaube ich, nicht tun. Wir können uns auch mal die Ereignisnachrichten anschauen, die wir vergessen haben. Die Schlachtberichte sind unwichtig. Tode im Kampf sind auch unwichtig. Rein, plündern. Mögliche Wetterbedingungen. Zum Dienst bereit. Rekrutierte Einheiten. Beendete Nahrungsknappheiten. Das ist super. Oh, das ist mein Akku vom Headset. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt oder ob das nur ich gehört habe. Deswegen ganz kleinen Moment, bin gleich wieder da. So schnell ging das schon und an der Stelle möchte ich einfach mal sagen, wir müssen die Runde jetzt beenden. Ach. Ärgerlich, ey. Ah, die ziehen sich zurück, aber die Gepiden können wir nächste Runde nochmal angreifen. Cool. Cool, die ziehen sich komplett zurück hier. Das gefällt mir wiederum gar nicht. Für die Oströmer läuft es nicht ganz so schön gerade. Aber okay. Die Hunden prügeln sich hier unten weiter mit den Oströmern rum, okay. Auch schön zu wissen. Oh, Alter. Die werden den Osten so verwüsten hier. Das Oströmische Reich geht bald unter, Leute. Da ist nicht mehr viel übrig. Geil. Und niemandem große Ehre bescheren. Meine raten zufrieden. Was sagt schade. Das ist geil. Absolut geil. Okay, da sind sie immer noch dabei.
600. Wie sieht's damit aus? Moderat. Okay, ich will auf hoch bleiben. Ich will das Abkommen haben. Deswegen riskiere ich auch ein bisschen weniger Geld zu bekommen daraus. Gehen wir auf 55. Aber es muss halt noch so viel wie möglich sein. Ah, shit. 1, 5, 2, 5. Mal sehen, was wir dazu sagen. Da sind es noch dabei. Da muss man jetzt so viel rauspressen, wie es nur geht. Immer noch dabei. 3, 0. Immer noch. 4, 0. Moderat. Auf 3, 5. Hoch. 3, 6. Ich hole da so viel raus, wie es nur geht, Leute. Ich will dieses Abkommen haben. Okay. 40 müsste jetzt wirklich wieder auf moderat gehen. Ja. Gehen wir aber zurück auf 39. Und übermitteln. Ja! Die Geister haben uns zu Vernunft und Einigung geführt. Oh. Auf das, dass wir unseren Verstand zum Schlafe führen. Oh, geil. Geil, geil, geil. Das Geilste, was uns passieren konnte, ein Handelsabkommen. Ah, da gehen die wieder rüber. Okay, verstehe. Mit dem Warnen sollten wir eigentlich nicht im Krieg sein. Müssen wir nochmal gucken. Ich habe das nicht in Erinnerung. Wenn ja, dann ist es ein Mini-Problem. Ja, da kommt der Angriff, Leute. Herrband der Wüste. Kamelkrieger. Wir haben unsere Schiffe hier. Vielleicht können wir die Prioritäten setzen. So war das. Syrakus wird angegriffen. Aber Leute, das ist Stoff für die nächste Folge. Da wollen wir die jetzt auch zurückschlagen. Die müssen wir eigentlich gewinnen, die Schlacht hier. Anders geht's nicht. Wir haben ein paar Einheiten zur Verfügung, die es machen können. Ist unser Vorteil. Erstaunlich großer Vorteil sogar. Auch hier haben wir ein paar Einheiten, die es machen können. Möglichst viele müssen wir mal auf See schon ausschalten können. Aber gut, wie gesagt, das ist Stoff für die nächste Folge. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Let's Play von Total War Attila. Was mir jetzt wichtig ist, ist eure Meinung. Schreibt mir so Tipps, Kritik und Anregungen bitte unten rein. Auch würde ich mich sehr darüber freuen, wenn euch das Video gefällt, dass ihr mir einen Daumen nach oben gebt und ein Abo. Denn dann, Leute, weiß ich, was euch gefällt und ich kann darauf reagieren. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Wir sehen uns morgen bei dieser super wunderschönen Schlacht wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.